Hallo Freunde Videospiele und willkommen zu einem neuen Ausgepackt von mir. Ich bin der Gamebreak und heute packe ich aus die Devil May Cry 5 Collector's Edition. Und man kann sehen, ich bin gehypt. Ja, da ist sie, die Collector's Edition von Devil May Cry 5. Hat was länger gedauert mit dem Unboxing, klar. Die gibt es leider nur in Amerika. Dementsprechend musste ich einen Händler finden, der sie mir besorgt, beziehungsweise einen eBay-Verkäufer. Und halt auch ein Preis, der angenehm war, weil ja, die ist sehr überteuert gewesen, weil es die leider nur in Amerika gibt. Ich verstehe nicht warum, aber ist ja egal, jetzt habe ich sie endlich. Ich bin sehr glücklich, weil viele, die meinen Channel kennen, wissen, dass ich ein riesiger Devil May Cry Fan bin. Deswegen musste ich sie haben und jetzt sehen wir einfach sehr cooles Design der Box, weil die sieht aus wie so eine Kiste. Es wäre cooler, wenn es eine echte Kiste wäre, aber ja, da hat man halt die, das ist Nikos Kiste quasi. Wäre cool, wenn das echt ein Koffer wäre, aber gut. Ja, Devil May Cry 5, oh, liebe das Spiel, man weiß es, aber ich mach mal auf, schauen wir mal. Ich nehme heute ein bisschen anders auf als sonst, weil das Licht nicht mitspielt, deswegen muss ich ein bisschen anders ja, agieren, sage ich mal, aber wundert euch nicht. Hier sehen wir direkt das Schmuckstück, der Bus, der Van, wie auch immer man es nennen will, der deutlich größer ist, als ich dachte. Also ich hätte echt gedacht, das wird so ein Micro Machines sein. Wow, der ist auch richtig schwer. Holy moly. Oh mein Gott, wenn das noch aufleuchten würde, dann wäre das das Geilste überhaupt. Mal gucken. Okay, so muss ich aufnehmen. Ja, ich glaube, so könnte ich immer aufnehmen, um ehrlich zu sein. Also die Details. Ich muss selber gucken. Wow. Ja. Sorry für das bisschen rum. Wie gesagt, ich nehme gerade ein bisschen auch noch hier Devil May Cry. Ganzen Details, also sieht man Charaktere da drin? Nee. Das wäre noch cool, wenn man da drin so Nico und oder wenigstens Nico sehen würde. Aber der ist auch schön schwer. Ist Plastik, aber die Reifen drehen sich nicht. Man kann nicht damit rumfahren. Nein, gut, ist auch kein Spielzeug. Sehr geil. Ich bin super begeistert hier mit dem Devil May Cry und da die 5, die Hotline, ziemlich gut. Muss mal gucken, wie ich euch das zeige, weil ich selber, deswegen, ich sitze hier, deswegen gucke ich da so drauf und ihr seid da oben mit der Kamera. Wie gesagt, ich nehme ein bisschen anders auf als sonst, deswegen muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Tut mir leid, also wirklich sehr geile Details. Ich bin absolut begeistert. Ich dachte, das wäre echt so ein Micro Machines. Ich hatte gedacht, der wird so klein sein und dann ist das ja schon ordentlich, muss man sagen. Deswegen gucken wir mal, was wir noch da drin finden. Van, nicht kaputt gehen, bitte. Das ist der Rest vom Van. Wird ein bisschen kleiner, original verpackt noch alles. Ich habe das ja quasi neu gekauft, deswegen ist das ziemlich gut. Ich hole mal alles hier raus. Zack, zack, zack. Zack. Ich glaube, das müsste alles sein. Ja. So. Den Van lassen wir mal hier. Nice. So, dann gucken wir einmal hier. Das Interessante für die Leute, die das Spiel gespielt haben, so sieht das Buch aus, was Wii benutzt. Deswegen steht auch Wii drauf. Aber es ist eine Schachtel mit einem Pin. Oh, der ist schön. Der ist sehr solide. Der ist sogar... Ja, der ist ziemlich cool. Oh, also der ist wirklich solide Craftsmanship. Wenn man so schön sagen würde. Ziemlich cool, ziemlich cool. Sehr, sehr cool. Ob ich den jemals benutze? So sieht das ein bisschen aus wie so eine Eule. Ah, das sieht man nicht. Ja. Die Abdrücke sehen aus wie eine Eule. Just saying. Sehr cool. Dann haben wir einen Sticker fürs Auto. Da steht I love Osaka, weil Osaka, Capcom. Das Capcom-Hauptquartier ist in Osaka und lustigerweise bin ich dieses Jahr in Osaka und werde hoffentlich ein Foto vom Capcom-Studio finden oder beziehungsweise machen mit mir, weil, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Capcom allgemein und Devil May Cry sowieso. So, dann haben wir hier, das ist... Ach, das ist der... Ah, okay. Das soll, glaube ich, der Wall-Scroll sein. Okay, der ist doch kleiner, als ich dachte. Na, eine Überraschung beim Auto, eine bisschen Enttäuschung beim... Oh ja, das ist, das würde ich nicht Wall-Scroll nennen. Das ist eher ein Tuch. Ja, auf der Seite ist nichts. Ich zeige euch das mal lieber so. Aber das Bild ist, das Motiv ist ziemlich cool. Wäre schön, wenn das so ein großer Wallscroll ist, weil viele von euch haben bestimmt auch gesehen, bei vielen Videos habe ich einen Wallscroll von Devil May Cry 4 hinter mir. Ist leider kein originaler Wallscroll, ist halt so ein China-Ding, weil ich kein anderes gefunden habe. Aber das ist ziemlich cool, auch wenn die Qualität nicht perfekt ist. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das auch so groß ist, weil hier müsste man ein bisschen bügeln, damit man die,
die Falten, aber theoretisch werde ich mir wahrscheinlich aufhängen. Also der wird auf jeden Fall aufgehangen wahrscheinlich. Muss nur diese, ich hasse das, wenn das, wie bei Plakaten kennt ihr das bestimmt auch, dass das dann, ja, diese Faltstellen hat. Aber sehr cooles Motiv, alle Charaktere sehen wir. Trish, Dante, V, Nero, Lady und Nico sogar mit dem Bus. Ziemlich cooles Cover, ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wäre schön, wenn das halt ein großer Wallscroll wäre. Aber klar, die Packung war nicht so groß. Holy moly, das ist ja richtig schwer, das Artbook. Das ist ja wieder so ein komisches Format. Aber das nenne ich mal ein Artbook. Das ist keine Art Heftchen. Also es sind keine 10 Seiten. Das sieht tatsächlich nach ordentlich vielen Seiten aus. Ich werde versuchen, so wenig... Ich habe das Spiel ja schon durchgespielt. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu spoilern. Da haben wir ein sehr cooles Bild wieder. Oh, sogar mit... Nice. Yep, that's me. Das Design von ihr ist so cool. Oh, Entschuldigung. Muss es ja für euch sein. Also da Nico... Die gute, ein sehr cooler Charakter. Ist sehr cool, dass sie die eingebaut haben. Hier Devil May Cry, das Büro von Dante. Ach, hier haben wir Intro, Waffen, Closing Notes. Oh, wie viele Seiten? Auch 100 Seiten. Mehr als 100 Seiten. Hier haben wir ein paar Autogramme. Okay, ziemlich cool. Hier haben wir die Credits. Hier haben wir die Leute, denen ich danken muss. Also wenn ich sie sehe in Japan. Dann glaubt mir, ich falle auf die Knie. Hier haben wir ein paar Artworks aus dem Spiel quasi. Was quasi fast schon 1:1 Screenshots sein können, weil das Spiel so verdammt gut aussieht, dass das schon fast Screenshots sein könnten. Vielleicht sind das sogar Screenshots, um ehrlich zu sein. Mich würde es nicht wundern. Hier sehen wir den Mantel. Den kann man ja kaufen. Das ist vielleicht irgendwann mal mein Ziel, den zu haben. Vielleicht kriege ich den. Okay. Aber ja, ordentliches Artbook. Man sieht das Ding über 100 Seiten, ist schön schwer. Hardcover natürlich, deswegen ziemlich cool. Der ist ein bisschen, ja, ein bisschen labbrig, ein bisschen klein leider. Für die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, wo ist das Spiel? What the hell? Gamebreak, wo ist das Spiel? Das Spiel kommt nicht in der Collector's Edition tatsächlich. Das Spiel wird einfach reingelegt, als Deluxe-Edition natürlich. Und da ich jemanden gefunden habe, der mir nur die Collectors verkauft hat, ohne das Spiel, habe ich halt ein bisschen gespart, weil ich das Spiel dann nicht doppelt habe. Deswegen zeige ich euch auch einfach mal kurz die Deluxe-Edition, die in Deutschland erscheint. Und da muss ich sagen, die Deluxe-Edition in Deutschland ist besser als die Deluxe-Edition in Amerika. Von den Inhalten ist sie relativ gleich, aber wir kriegen einmal einen ziemlich coolen Schuber, der halt so ein bisschen leuchtet auch. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Auch hier hinten. Und zusätzlich haben wir noch, ein Steelbook, das die Amerikaner auch nicht haben. Also die haben eine ganz normale Packung, wo Deluxe Edition draufsteht. Und wir haben halt ein sehr, sehr geiles. Also das ist wirklich, das wird glaube ich mein Lieblings-Artbook, Steelbook. Weil einfach, wow. Einfach die Farben sind ziemlich cool. Natürlich steht der Devil May Cry drauf. Ihr wisst, das ist mir immer sehr wichtig. Und innen haben wir dann auch nochmal, haben wir quasi einen guten Nero. Also das ist ein ziemlich cooles Steelbook. Das haben, wie gesagt, die Amis nicht. Die Inhalte, also hier die ganzen Extra-Sachen, die habe ich natürlich schon eingelöst. Die haben die auch, das ist dann gleich. Aber wie gesagt, das Steelbook haben die nicht. Das ist halt etwas, was wir Europäer dann bekommen haben, extra. Deswegen, ja, hat mich das natürlich gefreut, dass die Collector's Edition, dass ich die einzeln bekommen habe und dass ich quasi nur das Steelbook dazu kaufen musste. Also das habe ich ja eh gekauft, weil ich nicht warten konnte, logischerweise, und habe das bekommen. Aber ja, es ist nicht die größte Collector's Edition, muss man sagen. Man hat natürlich, das finde ich schon sehr einzigartig. Ich meine, das könnte man vergleichen mit dem Panzer aus der Valkyria Chronicles 4 Edition, sowas. So Fahrzeuge hat man seltener, sage ich mal, in Collector's Edition. Meistens ist es eine Figur, klar. Eine Dante oder Nero Figur wäre cooler, aber es gibt einfach zu viele Charaktere. Die können nicht für jede Figur, für jeden Charakter eine Figur machen. Vielleicht kommen sie noch einzeln dort. Ich denke mal, dass, also wenn es da Figuren von gibt, werde ich mir die auf jeden Fall kaufen. Das Artbook ist sehr überraschend gut. Wie gesagt, auch der Bus ist überraschend groß. Ja, der Wallscroll in Anführungsstrichen. Ist ein bisschen enttäuschend, weil es im Prinzip einfach nur eine Art Taschentuch ist, sage ich mal. Sieht zwar cool aus, ist auch schönes Material, also das ist auf jeden Fall wie so ein Wallscroll, nur halt, ja, ich hatte lieber gehofft, dass es wie so eine Rolle ist, dass die eingerollt ist. Und der Anhänger auch ziemlich, ziemlich cool, sehr, sehr solide auf jeden Fall, ziemlich groß, sehr cool. Also alles in allem sehr positiv, also ich bin wirklich überrascht, wie gut die ist. Wie gesagt, ich hätte mir natürlich gerne eine Figur von Dante gewünscht oder von Nero. Die kommen aber bestimmt noch einzeln dazu, auch von Lady und Trish. Na, wie ist nicht so mein Fall, aber die Charaktere hätte ich gerne als Figuren.
Vielleicht kommen die noch von irgendeiner Firma, ob von Square Enix, die wieder diese Play-Arts-Figuren machen oder vielleicht Figmas, Nendoroid, was weiß ich, was da kommt. Ich bin auf jeden Fall dabei, sofern die jetzt nicht 5000 Euro kosten, weil ich weiß von ihm, gibt es eine recht große Figur, die kostet aber, ich glaube, über 300 Euro oder sowas. Die war relativ teuer und da denke ich mir dann so, okay, das war mehr so eine Puppe, weil das gefällt mir dann nicht mehr. Ich will halt eine Actionfigur haben, dass ich halt was machen kann. Deswegen, alles in allem, gut, der Sticker ist ein bisschen random natürlich, ist natürlich cool, dieses I Love Osaka, passt halt zu Capcom, ja, aber ist halt einfach nur so ein Sticker. Steht das eigentlich auch auf dem, hat die so den Sticker auf dem K? Ne, sieht nicht so aus. Aber ja, ziemlich coole Edition, kann ich aber nur wirklichen Hardcore-Fans oder Sammlern empfehlen, einfach weil die sehr teuer war. Für das, was ihr hier seht, habe ich relativ viel Geld ausgegeben. Dafür, und ich habe es noch gespart, weil ich wirklich, das war der günstigste. Das Problem ist, an sich ist die nicht so teuer. Die kostet 150 Dollar offiziell in Amerika, wenn ihr sie noch bekommt. Das Problem ist der Import, also der Zoll und die Einführgebühren und das Porto macht das halt alles ein bisschen teurer, dass man da halt quasi doppelt Porto zahlt und ja, so eine Box, damit sie gut läuft, ist halt etwa so um die 35 Euro und dann nochmal 35, dann sind wir schon mal 70 Euro und dann kostet man dafür, also ich habe etwa 200 Euro dafür bezahlt. Es ist sehr viel Geld, aber ich bin ein großer Fan, ich mache das nicht oft bei solchen Editionen, bei Devil May Cry ist mir das eigentlich egal, weil damals habe ich mir auch die Devil May Cry 4 Pizza Edition aus Japan geholt, die war auch nicht günstig, aber das ist halt einfach, das ist mein Franchise. Wenn es davon was gibt, dann möchte ich es haben. Ich habe leider keine 8000 Dollar, dass ich mir den Mantel, die Mantel-Edition aus Japan holen kann. Aber irgendwann mal vielleicht, wenn es die noch gibt, kriege ich sie. Und ja, ich liebe Devil May Cry. Ich spiele das Spiel, glaube ich, nochmal durch. Einfach, weil ich es kann. Weil es so viel Spaß macht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Feedback in die Comments gerne. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss.